Das hier bin ich in der Größe von einer Ameise. Und das hier ist mein Mini-Hund, der ebenfalls super klein ist. Aber Sinti ist wohl richtig sauer auf mich, warum auch immer, und will mein Haus zerstören. Nein, Sinti, lass das. Was ist denn das für ein Haus? Mensch, das steht nur im Weg. Komm, weg da. Komm schon. Ey, nein, nein. Oh mein Gott, der macht einfach mein Haus kaputt. Schaut euch an, was er hinterlassen hat. Nur ein Loch. Nein, hör auf, Sinti. Oh mein Gott, er will meinen Hund noch töten. Lass meinen Hund in Ruhe. Dieser Hund nervt mich auch. Der kann auch weg. Komm. Nein, nicht noch der Hund, ey. Was? Er hat einfach mal meinen Hund getötet, Freunde. Was ein Monster. Aber Freunde, im heutigen Video werde ich mich an Sinti rächen, denn er hat mein Haus genommen und er hat auch einfach mal meinen kleinen Hund getötet. Denn wir werden durch Blöcke essen, größer als Sinti. Denn wir sind in der Lage, jeden Block zu essen, den wir wollen. Und so werden wir deutlich größer. Okay, Freunde, dann muss ich jetzt erstmal hier ein bisschen vom Baum abbauen. Und ihr seht auch schon, wir sammeln fleißig Blöcke. Oh mein Gott, das ist so gut. Sehr, sehr gut. Wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg, wieder größer zu werden, solange wir von Sinti nicht gestört werden. Hab jetzt nochmal die Seite gewechselt, werde mir hier auch nochmal ein bisschen was vom Baum schnappen. Und ihr seht, wir sammeln hier wirklich fleißig Mini-Blöcke, Freunde. Und diese Mini-Blöcke werden wir natürlich auch im Anschluss einfach mal essen können. Es wird also richtig cool. Ich habe nur Angst, wie gesagt, dass Sinti jetzt kommt, oder? Oh Gott, da ist er. Aber wir bauen weiter ab, er sieht uns bestimmt gar nicht. Du kleiner Winzling. Schau mal, ich habe hier einen Amboss in der Hand. Wenn ich ihn da hin platziere. Nein, 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 lass mich in Ruhe. Hör auf. Das könnte lustig werden. Und? Oh Gott, ey, was ist denn mit mir passiert? Ich bin einfach mal gestorben durch diesen Amboss. Okay, Freunde. Dann ich baue mich jetzt einfach hier runter. Ist mir komplett egal. Ich muss irgendwas machen. Ich muss auf jeden Fall an Blöcke kommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn nur mit Hilfe von diesen Blöcken werde ich in der Lage sein, einfach mal wieder größer zu werden. Und ich will mich auch rächen. Okay, Freunde. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall einiges abgebaut. Aber da ist schon wieder Sinti. Nein, Sinti. Hey, du kleiner Winzling. Oh, nein. Du willst wohl raus, oder? Wo soll ich denn hin? Ich glaube, das wird nicht. Hin? Schau mal. Nein, er hat mich schon wieder umgebracht, Freunde. Er lässt mich einfach nicht in Ruhe. Dieser Sinti, er ist einfach ein Gigant. Aber wir werden es heute noch rächen. Ich muss noch mehr Blöcke essen. Okay, Leute, also, ich werde immer wieder von Sinti attackiert. Deswegen muss ich jetzt einfach mal diese Blöcke essen. So, wir essen hier ein paar Blöcke und wir müssen auch gleich schon einfach mal wachsen. Wir wachsen heute, wir wachsen auf jeden Fall richtig, richtig nice. Okay. Wir sehen, wir sind schon fast so groß wie ein Block. Das heißt, wir können jetzt schon deutlich mehr machen. Okay, Sinti ist gerade beschäftigt, Freunde, denn ich habe mir natürlich auch noch vorgenommen, meine Diamanten wieder zu holen. Denn Sinti hat einfach mal meine ganzen Diamanten in seinem Haus und das kann ich natürlich nicht so auf mich sitzen lassen. Wir bauen uns jetzt einfach mal in das Haus von Sinti rein. Das kann natürlich ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen und ich bin mal gespannt, ob wir da irgendwo die Diamanten finden, denn er hat uns wirklich alles weggenommen. Unser Haus hat er uns weggenommen, unser Hund hat er uns weggenommen und jetzt will ich auf jeden Fall einfach nur an meine Diamanten rankommen, ist ja ganz klar. Okay, Freunde, und ich glaube, wir haben uns jetzt hier eingebaut. Wir können jetzt hier reingehen, das Haus. Okay, Freunde, denn wir sehen, da ist eine richtig große Eisentür. Oh Gott, ich sehe, Sinti läuft da auf jeden Fall rum, aber anscheinend ist er gerade mit irgendwas beschäftigt. Das kommt uns gerade wirklich passend. Okay, Freunde, okay, also wir sehen, wir haben hier einige Kisten am Start. Okay, keine Diamanten. Auch keine Diamanten, was? Wo hat er denn die ganzen Diamanten gelagert? Die müssen doch hier irgendwo versteckt sein. Wahrscheinlich unter dem Teppich oder sowas. Das ist doch nicht normal. Okay, ich habe aber das Gefühl, dass Sinti gleich kommen könnte. Deswegen muss ich jetzt nochmal ganz kurz hier ein bisschen was abbauen, dass wir uns am besten hinter dieser Kiste verstecken können. Oh Gott, irgendwie so, sowas. Da bin oh Gott. Ich wieder. Schnell. Diamanten hier rein. Hier kommt das Essen rein. Boah. Super, war das wieder ein anstrengender Tag. Aber warte mal, hier sind Löcher in der Wand. Wer war hier? Okay, Freunde, ich muss mich jetzt schon einmal schnell reinbauen. Einmal ganz schnell reinbauen. Okay. Er darf mich auf keinen Fall sehen, das ist ganz, ganz wichtig. Wenn er mich sieht, dann hat er bestimmt wieder ganz schlimme Sachen mit mir vor. Okay, Leute, ihr seht also, hier hinter sollte ich eigentlich sicher sein. Oh Gott, ich hoffe nur, dass er mich nicht sehen kann. Wo bist du? Wer auch immer hier ist, ich weiß, dass du da bist. Komm raus, ich krieg dich noch. Okay, Leute, er ist anscheinend hier hinter der Kiste. Ich sehe ihn zwar nicht, aber
Ich würde sagen, wir machen uns auf jeden Fall jetzt schnellstmöglich aus dem Staub. Was war das? Oh mein Gott, schnell da weg hier. Jemand weg. Schnell bleib weg hier, stehen. Freunde, schnell weg hier. Okay, Freunde, also ich glaube, der einzige Weg, um jetzt hier irgendwas zu reißen, wäre diese Blöcke hier zu essen. Oh Gott, wir nehmen einfach mal diese Holzblöcke hier. Hoffentlich bringen die was. Oh Gott, die schmecken auf jeden Fall richtig gut, Leute. Aber ich bin immer noch nicht in der Lage, hier einen großen Block abzubauen. Deswegen, Freunde, ich würde sagen, ich werde mich jetzt hier einfach mal eingraben. Oh Gott, da ist schon Sinti. Nicht, dass mich Sinti hier noch sieht. Das wäre überhaupt nicht gut. So, okay, wir bauen uns einfach mal runter. Boah, ich hab dich doch gesehen, wie du in dieses Riesenloch reingegangen bist. Komm raus. Also, oh Gott, nicht, dass der mich hier noch gleich sieht. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall deutlich mehr Blöcke, Leute. Deutlich mehr Blöcke. Ach Mann, Freunde, was ist das denn? Ich verstehe es nicht. Ich habe schon so viele Blöcke. Schaut euch das mal an. Mein ganzes Inventar ist voll. Hallo, du da unten. Ah, nein, wer ist das denn? Schau mal, was ich hier habe. Nein. Bitte lass es. Bitte lass es alles. Nur nicht Lava. Nur nicht Lava. Bitte lass es. Lass es. Naja, ich glaube, ich mach wohl Lava in dieses Löchlein rein. Freunde, das sieht gar nicht gut aus. Hilfe, wir werden sterben. Nein, Hilfe. Oh Gott, ich muss hier irgendwie raus. Ich muss hier irgendwie raus, Freunde. Ich weiß nicht, was soll ich noch machen. Aua. Aua, nein, die Lava kommt immer näher. Oh mein Gott, nein, die Lava, Leute, was ist das denn? Yay, Hilfe. Das gefällt mir, was ich da unten höre. Ich bin schon in der Lava drin. Oh Gott, das sieht gar nicht gut aus. Oh Gott, ich bin drin, Leute, nein. Und er hat mich schon wieder getötet. Sinti ist wirklich ein Monster heute. Aber das lasse ich nicht auf mich sitzen, denn wir sind jetzt, glaube ich, in der Lage, dadurch, dass wir in Lava gebadet wurden, einfach mal Blöcke abzubauen, Freunde. Ich schmeiß mal diese ganzen kleinen Blöcke weg, die ich im Inventar habe. Und jetzt, oh mein Gott, schaut euch das an. Wir können wirklich endlich, dadurch, dass wir in Lava gebadet wurden, normale Blöcke abbauen. Das heißt, ich gehe jetzt auf jeden Fall in eine Mine und werde mich rächen. Okay, Freunde, aber dadurch, dass ich jetzt hier auch einfach mal Blöcke abbauen kann, werde ich mir jetzt hier irgendwo ein Lager machen. Das wird der Hammer. Und dort werde ich einfach mal meine ganzen Sachen lagern. Es wird so, so cool. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt, Freunde. Ich bin so gespannt. Schaut euch das an. Wir können ja auch schon echt schnell die Sachen abbauen. Zack, zack, zack. Eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Es ist so gut. Boah, was habe ich denn da entdeckt? Wieder so ein merkwürdiges Loch im Boden. Das kann wohl wieder nur dieser kleine Winzling sein, was... Oh, ich glaube, der hat sich da unten eine kleine Base gebaut. Mal schauen, ob er Lust auf Besuch von TNT hat. Was habe ich da gehört? Hä, das Licht ist ausgegangen. Was ist das denn? Nein, TNT. Er wird jetzt aber nicht das TNT zünden, Freunde, oder? Wo das ist wird er sich Neues? Nicht... Ja. Oh nein, Hilfe, TNT. Hilfe. Oh, Sinti, Mann, was hast du getan? Ich dachte, das wäre das perfekte Loch gewesen und er findet mich hier nicht. Aber Leute, anscheinend war das Loch doch nicht gut genug. Dementsprechend muss ich eine andere Möglichkeit finden, um mich zu rächen. Denn ich bin immer Welche noch denn? Oh Gott, nein! Hilfe! Ich bin immer noch zu klein, um gegen Sinti anzukommen. Wie soll ich da denn gegen ankommen? Lass mich in Ruhe, Sinti. Was habe ich dir getan? Zu viel. So, ich muss jetzt hier ganz schleunigst irgendwie hochkommen, Freunde. Ganz schleunigst. Oh Gott. Sinti, lass mich einfach in Ruhe. Kommst du nicht hier hoch, du kleiner Mann? Lass mich einfach in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich habe dir gar nichts getan. Niemals. Ich habe dir doch gar nichts getan. Warum greifst du mich die ganze Zeit an, Sinti? Hör auf damit. Okay, ich lass dich gehen. Mann, ich habe dir doch gar nichts getan. Ich verstehe gar nicht, warum du so sauer auf mich bist. Aua, ist dir nicht nein. ein bisschen kalt? Hilfe, nein, mir ist nicht kalt. Das ist doch Sinti. Ich habe dir nichts getan. Mann, ich brenne doch schon. Hilfe. Hilfe! Ach, schau mal, du kleiner Racker. Mann, ich werde mich noch bei dir rächen. Du kannst dich auf was gefasst machen, Sinti. Probier's, wenn du es schaffst. Und das Mann, nächste Mal schon wieder. Feuer getreten. Oh Gott, ab in den See, Freunde, ab in den See. Wir müssen uns irgendwie in Sicherheit begeben. Ab runter hier. Oh. Mann, er ist aber auch wirklich die ganze Zeit hartnäckig hinter mir her. Es kann doch nicht wahr sein. Lass mich doch einfach in Ruhe, Sinti. Okay. Bleib stehen. Okay, komm, schnell hoch, Leute, schnell hoch. Okay. Ich verstecke mich einfach hier in dieser Blume. Er findet mich wahrscheinlich. Oder hier hinter dem Block. Oh mein Gott, er findet mich bestimmt nicht. Wo bist du denn? Oh mein Gott. Mann, habe ich ihn jetzt wirklich aus den Augen verloren? Keine Ahnung. Naja, dann gehe ich halt weiter. Oh mein Gott, er hat einfach mal Diamanten gedroppt, Freunde. Die Diamanten sind super wichtig, weil wir die einfach mal gebrauchen können, um etwas davon zu essen. Und wenn wir diese Diamanten essen, müssten wir zumindest die normale Größe erreicht haben. Okay, einer nach
dem anderen Diamant wird gegessen, Freunde. Und wir sehen, wir bekommen schon gute Fähigkeiten. Und wir wachsen höher, Leute. Wir wachsen höher. Schaut euch das mal an, wie groß wir geworden sind, Leute. Oh mein Gott. Leute, es ist so gut. Es ist so gut. Wir sind jetzt in der Lage, auch ganz normal über Blöcke zu springen. Und das heißt, wir können doch endlich gegen Sinti 1:1 ankommen. Und ich werde mich jetzt auch rächen, Freunde. Denn jetzt sind wir, wie gesagt, gleich groß. Und wir werden einfach mal das Haus abbauen. Schaut euch das mal an. Ja, das ist so gut, Leute. Es ist so gut. Das heißt, wir rächen uns jetzt einfach schon mal ein bisschen. Denn ich habe noch mehr geplant, was Sinti alles nicht weiß. Und es wird so cool, Leute. Es wird so cool. Hat er jetzt wieder seine Diamanten hier reingetan. Aber ich sehe leider nichts. Noch sehe ich nichts. Aber ich sehe TNT. Das können wir auf jeden Fall gebrauchen. Und deswegen, ich habe leider kein Feuerzeug. Das ist sehr, sehr schade. Aber ich glaube, oh, warte mal, ist das da hinten? Ich glaube, ich habe Sinti da hinten gesehen. Sinti sieht und er kann uns gerne sehen, wie wir hier alles abbauen. Wie wir hier alles griefen. Hey, denn er hat auch mein Haus kaputt gemacht. Was machst du denn da an meinem Haus? Geh weg da. Ich soll weggehen. Nein, bleib du weg. Bleib du weg. Wir sind jetzt gleich groß. Du kannst mir jetzt gar nichts mehr sagen. Wobei das Diamantschwert ist sehr gefährlich. Nimm das nicht persönlich, Sinti. Ich verschwinde schon. Geh weg jetzt. Okay, was war er denn? Was er nicht weiß. Ich habe einfach mal sein TNT geklaut. Und das werden wir auf jeden Fall gebrauchen, Freunde. Okay, was Sinti aber nicht weiß, ist, ich werde einfach mal ein geheimes Lager bauen, von dem er nichts mitbekommen wird. Und in diesem Lager werden wir dann, wie gesagt, alle Diamanten lagern, die wir uns zurückholen. Denn er muss irgendwo ein geheimes Diamantlager haben. Ich habe wirklich keine Ahnung, wo dieses Diamantlager ist. Aber wenn wir es finden, Freunde, dann brauchen wir auf jeden Fall Platz. Denn das soll einiges sein, was Sinti so an Dias hat. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal hier diese Kisten und platziere jetzt hier eine nach der anderen Kiste. Zack, zack, zack. Leute, schaut euch an, wie viel Platz wir hier haben für unsere Kisten. Und damit wir auch wieder rausklettern können, dürfen natürlich auch Leitern nicht fehlen. So, zack, hier einmal ganz viele Leitern und so kommen wir auch dann wieder nach oben. Und ich packe am besten einfach mal einen Cobblestone dort drüber. Das können wir uns am besten so merken. So, okay, hier sieht mich keiner. Das heißt, ich baue mich mal ganz schnell runter und baue mir jetzt eine versteckte kleine Base, wo ich meine ganzen Diamanten sammeln kann. So, man weiß ja heutzutage nicht mehr, wo irgendjemand herkommt. Okay, ich würde sagen, das weiß keiner, das hier ist eine versteckte Kiste. So, obwohl das aussieht wie eine Erde, ist das eigentlich eine Kiste. Und da packe ich jetzt meine Diamanten rein. So, ich hoffe, mich hat keiner gesehen. Jetzt geht's schnell wieder nach oben und dann zeige ich noch was. Und zwar, Moment, jetzt bin ich oben, mache hier die Blöcke weg. Und jetzt setze ich diesen Block hier hin. Okay, mich sieht keiner. Hier geht es nämlich versteckt runter. So, und jetzt ist quasi unter diesem Block, Moment, ich markiere mir den mal hier. Hier vorne dran ist ein geheimer Runtergang in unseren Keller, wo meine Diamanten gesammelt sind. Okay, Freunde, was Sinti allerdings nicht weiß, ist, ich habe mir auch einen Crafting Table hier hingeholt. Und ich habe eine ganz besondere Spitzhacke am Start. Und zwar seht ihr diese Spitzhacke hier, eine ganz normale Spitzhacke. Ich habe aber noch ein paar Diamanten über. Und ich werde mir jetzt einfach mal hier das machen. Eine doppelte Spitzhacke. Schaut euch das an. Und als wäre das nicht genug, mache ich mir über diese Spitzhacke noch eine Spitzhacke. Es wird der absolute Wahnsinn. Das kann ich euch garantieren. Und schaut euch an, was ich gemacht habe. Das sieht einfach mal aus wie eine Schaufel beinahe. Aber es ist einfach mal eine Spitzhacke, die über eine Spitzhacke gestapelt wurde. Und damit kann ich einfach mal alles Mögliche abbauen. Und schaut euch das an, Freunde. Wir gehen jetzt mal in eine Mine herein und werden jetzt damit die ein oder anderen Blöcke abbauen. Und wenn ich die abbaue, oh mein Gott, Freunde, mein ganzes Minecraft fängt an zu laggen, weil einfach mal alles abgebaut wird. Schaut euch das an. Schaut euch das an, wie viel ich auf einmal abbauen kann. Sinti wird auf jeden Fall einiges von hier zu hören bekommen. Okay, die Blöcke nehmen wir selbstverständlich mit und müssen noch ein bisschen essen. Ich muss mich jetzt hier nur so an einigen Cobblestone-Blöcken bedienen. Also wir müssen wirklich sehr viele Cobblestone-Blöcke essen. Und dann sollten wir auch schon die ganze Zeit wachsen, Leute. Schaut euch das mal an. Wir werden immer größer und immer größer. Und es hat gar kein Ende in sich. Es hat wirklich gar kein Ende in sich. Schaut euch mal an, wie groß wir sind. Wir wachsen wirklich kontinuierlich. Schaut euch mal an, wie klein auf einmal alles aussieht. Aber wir werden noch größer, Leute. Wir werden noch größer, denn wir können die ganze Zeit alles hier aufbauen.
aufessen. Oh, Leute, so lecker und wir sind so gigantisch groß. Oh, und ob Sinti jetzt noch Angst haben wird, da bin ich natürlich sehr gespannt drauf, Leute. Die Blöcke sind so lecker. Okay, okay, Freunde, schaut euch das an. Da ist angeblich Sinti und noch weiß er nicht, was ihn erwartet. Hallihallöchen, Sinti. Pet, warum bist du denn auf einmal so riesig? Ja, wie geht's mir? Das hast du aber nicht gefragt, als ich so klein war. Nee, hab ich nicht gefragt. Ich hab dich einfach nicht gesehen, deswegen. Nicht gesehen? Oh Gott, ich sehe dich aber auch nicht da unten. Wie ist denn die Luft? Oh, na komm, mach das Landgewinnskollege, denn dein Haus, das ist jetzt hier Geschichte. Schau's dir an. Es zerfällt einfach mal in mehrere Blöcke. Na, so gut sieht dein Haus irgendwie nicht mehr aus, Sinti. Oh Gott, es ist ja, es bricht immer mehr ein, es bricht immer mehr ein. Ach, jetzt hier irgendwie was mit Cobblestone oder mit Steinen nochmals versuchen zu verteidigen. Guck dir das mal an, Sinti, guck dir das mal an. Hör, gar keine Chance hast du. Pet, bitte. Alles zerfällt hier, alles zerfällt hier. Du kannst mir gar nichts, du kannst mir gar nichts, Sinti. Lass es, lass es. Hör auf damit, es bringt rein gar nichts. Und... Oh, Mann. Oh, warte mal, was ist denn das für ein Loch? Sind da etwa deine Diamanten gelagert? Oh, nein, 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 nein. Das sind meine Diamanten, das sind meine. Das sind nicht du deine großer, Diamanten. Gemeiner Mann. Okay, anscheinend haben wir noch deine Diamanten gefunden. Das war aber nicht das beste Versteck. Ach, sei ruhig. Lass die Blöcke weg von mir. Oh, Mann, lass mich in Ruhe, Pet. Du bist gemein. So, einmal nach da unten, zack. Und wo sind sie denn, die Diamanten? Willst du mir die freiwillig übergeben? Ich weiß nicht, wo du bist. Ich bin schon weggerannt. Okay, Freunde, das heißt, wir konnten uns hier auf jeden Fall rächen. Sinti ist weg und wir haben gewonnen. Lasst doch dafür einen fetten Like da, lasst ein Abo da. Bis dann und ciao.